Ja, hallo liebe Freunde und willkommen hier zu einem weiteren Age Game. Und zwar spielen wir heute mal Handyman Legend. Ist produziert worden, oder der Developer ist Super Sinken Studios. Spiel wird gerade, und das ist sehr interessant, auf Steam veröffentlicht. Dort steht es aber als Demo. Na, also von daher, interessantes Game, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist so ungefähr wie dieses Golden Boy. Ja, das könnten wir ja auch schon dabei. Und ja, Handyman, Legend, wir sind halt der... Es gibt eine kleine Storyline mit dazu, die werden wir gleich mal ganz kurz anspielen. Ihr könnt das Spiel übrigens auf Deutsch, Englisch, Fullscreen, alles einstellen, Credits könnt ihr euch ansehen. Alles soweit, hey, alles soweit drin, das ist unser tägliches... Hallo, wer hat das denn nicht immer alles mit in seinem Werkzeugkasten dabei? Leute, das gehört zu einer Standardausrüstung des Werkzeugkastens. Das ist doch völlig normal. So, und wir starten aber mal direkt ins Game. Genau, das war das kurze Info. Ihr habt es ja selber gesehen, früher wurde man eben halt immer, war ja halt eben der Kerl gewesen, der immer die Sachen repariert hat. Und jetzt, sind ein paar Jahre ins Land gestrichen und wir sind der Super Master Handyman geworden. Also der Reparatur Bursche Nummer 1. So, wir haben Tipps. Ihr könnt euch angucken, ihr könnt die Instruction durchgehen. The Work, ja, die gibt's auch noch mit dazu. Im Work habt ihr übrigens Sachen, die müsst diesen... Ah, oh, ich will das alles erklären, ne? Teilweise. Tipps, ich lasse das mal so laufen. So, ihr kennt ja dieses Game auch, dass man in den Raum so ein bisschen schieben kann. Im Grunde genommen läuft aber alles mehr über das Handy ab. Denn hier über das Handy könnt ihr wirklich eure Items zusammenpacken. Ihr habt den Job, den ihr euch wählen könnt. Beim Job gibt es immer Tageszeiten, die ihr beachten solltet. Ihr früher morgen, nee, morgen, mittags, abends, nachts und Nachmittag, abends, nachts. So. Und da sehen wir eben halt. Wie willst du das Spiel erklären? Welche Jobs das alles zu einem gewissen Tageszeiten wieder erklären wahr sind. Also gut. Messages haben wir, Safe Game haben wir haben so Games. Und wir können auch einfach rausgehen, können in den Shops, in den Store, in den Park gehen, um Zeit zu überspringen, im Store, um uns einige interessante Sachen zu holen. Nur wisst ihr was, wir legen einfach mal gleich direkt los, weil unser Handyman braucht Kohle und wir wollen immer das Mausproblem erstmal fixen hier bei der lieben Dana. Wirklich sehr freudig und voll aufgeregt fahren wir zum Job hin. Es gibt übrigens 3 Ladies, die wir hier haben werden im späteren Verlauf des Spieles. Ihr habt eine HP-Geste, die ihr hier unten seht. Also ihr könnt auch HP regenerieren, indem ihr eben halt Sachen aus dem Shop holt. Da gibt es aber nicht so viel, das zeige ich euch gleich, aber gleich alles nochmal in aller Ruhe. So, was machen wir jetzt hier angekommen? Können wir jetzt hier blalala machen, hierhin, dahin, dorthin? Nein, aber wir wollen worken, wir wollen ja was tun. Wir sind ja hier, um Geld zu verdienen. Deswegen legen wir auch gleich mal direkt los. So, hier kommen wir zu dem Punkt, wo man natürlich ein bisschen rumexperimentieren könnte, ein bisschen heiß machen könnte und dies und das alles. Das ist ja kein Problem, wir müssen einfach nur draufdrücken. So, und damit habe ich schon den Klick verpasst. So, also Beinchen könnten wir mal rangehen, ne? Ihr seht also beim Beinchen, was da gerade alles hochgeht. Und ich hatte das erste jetzt schon verpasst, weil wir müssen damit nicht richtig klicken, um den Bonus hier mitzunehmen. Eigentlich müssen wir am Anfang auf Done kommen, aber das schaffen wir jetzt schon garantiert gar nicht mehr. Oh, doch, mit Nice könnte ich es vielleicht noch schaffen. Come on, do it. Do it, do it, do it, do it. Oh, tut's nicht. Job is failed, leider. Ihr müsst dann eben halt auch, LBD haben wir natürlich auf 46 hochgeballert. Ihr müsst pro Reparaturauftrag auch die LEVD nach oben bringen. Oder nach oben bringen, um dann eben halt ein Level hochzukommen. Also die 46 plus 46, die wir jetzt haben, zählen für nächstes Mal meiner Meinung nach nicht mehr mit drüber. Repair-mäßig war auch nicht gerade gut, aber wir haben ja $2000 gekriegt. Was wollen wir noch mehr? So, wir gehen erstmal raus, gehen erstmal ab in den Shop und gucken mal ein bisschen im Store rum. Wir können uns jetzt hier ein bisschen HP hochquatschen. Wir können die Fitness-Equipment hochmachen für 2500.
Ich allerdings würde euch erstmal wärmstens empfehlen, erstmal 7500 Dollar zu sparen und euch erstmal das Repair Tool Level 1 zu kaufen. Denn das macht auf alle Fälle den Work Progress Speed plus 0,5. Und man glaubt gar nicht, aber hier in dem Spiel sind 0,5 schon ziemlich viel wert. Wir werden einfach noch ein bisschen arbeiten gehen, weil das ist das Einzige, was wir noch machen können. Wir machen mal Installation Assess. Wir kriegen 2000 bei Schaffen des Jobs und haben noch 20 HP. Läuft der Laden. So, wir starten einfach die Work, weil hier gibt es nichts. Das ist einfach nur so, damit wir hier ein bisschen im Working Skill immer aufbessern. Wir warten also erstmal, bis der erste Balken runterkommt. Und ihr seht, was 0,5 ausmachen können, wenn man mal die Liste sieht. Ne? Das war gut. Das war nicht so geil. Wir müssen einen Nice auf alle Fälle schaffen und die restlichen zwei auf gut. Ein Nice muss kommen. Ansonsten reicht die Zeit hier für mich nicht aus. Das war zweimal gut. Der nächste muss nice sein. Ansonsten schaffe ich das wieder nicht komplett. Also würde ich das komplette Geld nicht mitnehmen, sondern eben halt nur so ein bisschen. Nice. Yes. Habe ich ja gesagt. Zwei gut, ein nice. Dann habt ihr done. Und wir sind durch. Perfekt wäre natürlich nochmal ein Bonus obendrauf. Aber immerhin bekommen wir jetzt das volle Geld. Die ganzen 2000. Damit sind wir schon mal bei 4000 gelandet. So, und wir können heute Abend nicht mehr viel machen. Außer eben halt den Tag chillig genießen. Also haben wir uns hin und pennen eine Runde. Sleeping time. Unterhaltsames Game. Es macht wirklich Fun. Ich hätte mir eher hier bei dem Game vielleicht noch ein bisschen noch gewünscht. Einmal sein Zimmer wieder einzurichten. Das kannte man ja aus den alten Golden Boy Game ja auch. Da konntest du dein Zimmer voll unendlich machen. Und die Alte musste herkommen, musste aufräumen und sauber machen. Ich würde mir auch gerne mal sowas wünschen, so ein bisschen Gestaltung des Zimmers, dass man ein bisschen die Räume mal gestalten könnte oder umziehen könnte oder sowas alles. Das wäre auch gar nicht mal so schlecht. Würde auf alle Fälle den Spielstil gar nicht mal so schlecht tun. So, wir wollen mal weitermachen. Ihr könnt euch Infos reinholen über die Damen, die ihr noch nicht kennt. Oder die eine kennen wir, die andere noch nicht. Wir gehen wieder auf den Job und gucken mal nach, was wir jetzt am Morgen grauen. Könnten wir den hier machen? Den machen wir auch nochmal für 2000 eben schnell. Weil das Wichtigste ist ja erstmal Kohle an Land zu bekommen. So, dann machen wir das Ganze einfach. Wie gesagt, ich brauche zwei Gut und einen Nice. Dann können wir von mir aus alles machen. Alles drei Nice wäre natürlich perfekt. Wir schauen mal. Nice Nummer 1. Also bin ich jetzt auf alle Fälle, wenn ich alles gut mache, schon mal gut drin. Ist ein bisschen random. Nee, randommäßig würde ich nicht so sagen. Ich glaube, bei 10 kommt jetzt gleich einer, ne? Ja, der war gut. So. Also bei 12. Man kann es ungefähr austeilen, wann die Dinger kommen werden. Das war bad. Das kann ich jetzt. Ah, da kann ich vergessen. Scheiße, kriege ich heute nicht mehr. Naja, gut. Einmal zu früh gedrückt, kann auch mal passieren. Manchmal ist der Finger schneller als der Barren, der läuft. Trotzdem kriegen wir immer wieder Geld dazu. 1000 Dollar sind immerhin schon mal ein kleines Startkapital. Ja, und das Spiel spielt sich halt immer so weiter. Ihr lernt nachher auch noch weitere Damen kennen, indem ihr bei der einen Dame jetzt die LVD ein bisschen nach oben bringt. Heute können wir einfach mal schlafen gehen, weil wir haben nur noch 30 HP. Lohnt sich sowieso nicht. Mit 80 sind wir ganz gut angefischt. So, wir suchen mal weiter einen Job. Hier wäre sie jetzt wieder dabei. Machen wir aber noch nicht. Ich brauche hier erstmal Kohle. Deswegen sage ich, macht zuerst dieses Level mit den, macht ihr erstmal so ein paar Repair-Aufträge und dann macht ihr ganz entspannt nachher die Jobs mit den Damen. Holt euch das Tool, Repair-Tool als allererstes, nicht diese für 2500 ausgeben und eben Dingses holen. Scheiße, es muss nice kommen. Die Life nach oben oder die HP nach oben regenerieren, bringt euch am Anfang. Ja, könnt ihr machen, wenn ihr unbedingt mehr HP haben wollt, aber ich würde eher dazu raten, ihr holt euch gleich das Repair-Tool, dann schafft ihr das auch ohne Probleme. So, jetzt sind wir dann, jetzt kriegen wir 2000, über 5000, mal 7000, fehlt uns nur noch... Boah, fuck, nicht schlecht, da kam sogar noch mal einer hinterhergerutscht. 2000 sind drinnen. So, schon mal 7500 brauchen wir, haben wir gesagt, um das ganze Ziel abzuschließen. Wir haben noch 40. Können wir noch einen Job machen? Müssten wir eigentlich eine Runde aussetzen. So, jetzt kommt die Zeit. Wie überspringe ich die Zeit? Ihr geht raus, ihr geht in den Park und macht ein bisschen lockere Sachen. Schon habt ihr die Zeit übersprungen. So, dann könnt ihr euch wieder einen Job aussuchen. Wir können jetzt sie machen. Oder eben halt... Ach, komm, warte mal. Komm, wir machen sie. 2000, da brennt eine Kiste. Ja, und so er... Game over? Ach, er ist zu tired gewesen. Scheiße, ich habe nicht aufgepasst. Ah, perfekt. Also passt bitte. Oh, scheiße, mir auch zum ersten Mal jetzt gerade passiert. Na gut, passiert. Also, kleine Warnung vorweg. Macht euch nicht so runter. Ihr solltet mehr schlafen.
dann klappt das Ganze auch. Und dann sieht das nachher auch so aus, wie ich hier schon gespielt habe. Können wir mal aufladen. Also aufpassen auch auf die Energie. Ne? Also solltet ihr vielleicht doch für 2000 das Ding erstmal holen. Oder euch beim Shop auf alle Fälle mit Dingses eindecken. Mit diesem Empty Duel. Es gibt euch immerhin ein Plus von 15 HP wieder und kostet euch nur schlappe $600. Doch ein Schnapper. So, auf alle Fälle, wie gesagt. Ganz nettes kleines Game. Gibt's auf Steam. Müsst ihr wissen, ob ihr es haben wollt. Handyman Legend. Ich find's ganz interessant. Ich find's ganz cool. Werd's hier noch ein bisschen spielen. Die Age-Scenes sind okay. Sind wirklich okay. Also, wenn man das Game-Design kennt, kennt man auch ungefähr dieses Age-Design. Ne? Ist aber ganz cool, ganz unterhaltsam. Kann man sich geben. Auf diesem Wege wünsche ich euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal.